Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Chefsache Business Lounge. Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind, das wissen wir alle. Wir wissen allerdings auch, dass sich das Auto drastisch verändern wird. Alle großen Hersteller arbeiten derzeitig unter anderem an dem autonomen Fahren. Ja, was heißt denn das für uns, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind? Wir werden auf jeden Fall demnächst sehr viel Zeit haben. Die Frage ist, wie wir diese Zeit im Auto auch verbringen werden. Über die Mobilität der Zukunft unterhalten wir uns heute in der Chefsache Business Lounge. Und es freut mich ganz besonders, dass Jörg Reitmeier bei uns ist. Sie sind Vorstand bei der Erwin Hümer Group aus Bad Waldsee. Herzlich willkommen, das ist Ihr Applaus. Danke schön. Und ebenfalls wieder in der Business Lounge Karl Christian Bay, der Wirtschaftsexperte und Jurist in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Carsten. Danke sehr. Ich will es mal so sagen, Herr Reitmeier, ausgegebenen Anlass müssen wir erstmal natürlich über diesen gigantischen Deal mit Thor sprechen. Liebe Zuschauer, um Sie abzuholen, der Weltmarktführer Thor, ein amerikanisches Unternehmen, im Prinzip genau aus dem gleichen Segment wie Sie, hat zugeschlagen, hat sich in Oberschwaben umgeschaut und für 2 Milliarden Euro das Unternehmen, die Unternehmensgruppe gekauft. Das klingt ja schon fast ein bisschen wie ein Märchen. Da kommt der Große nach Oberschwaben. Wie ist es denn zu dem Deal gekommen? Ja, dem Deal ging ein mehrmonatiger Prozess voraus, in dem der getrieben war von eigentlich unserer Seite, dass wir eben nach dem massiven Wachstum in den vergangenen Jahren, das ein Gefühl haben, in den letzten 3 Jahren haben wir den Umsatz verdoppelt, eben einen Partner gesucht haben, der uns auf dem Weg des weiteren Wachstums begleitet. Und zwar zum einen, um mehr Power zu kriegen, um nochmal hier das zu beschleunigen, und zum anderen aber auch, um einen Partner zu haben, der vor allem auch von der strategischen Seite hier für uns Sparringspartner ist, sodass wir eben auch gemeinsam mehr Sicherheit kriegen auf dem Weg, der noch vor uns liegt. Wenn Sie von mehr Power sprechen, was genau bedeutet denn das jetzt für das Unternehmen? Ja, die Power in Zahlen bedeutet natürlich, dass zu dem Umsatz der Erwin Hümer Group von 2,5 Milliarden nochmal 7 Milliarden von Seiten Thor dazugekommen sind, sodass wir eben jetzt mit Abstand der größte Player in unserem Markt sind. Bedeutet aber auch für uns, dass wir jetzt einen Partner haben, mit dem zusammen wir unsere ganzen Energien bündeln können, im Hinblick auf die Innovation, im Hinblick eben auf wesentliche Entwicklungen, die uns beschäftigen im Umfeld der Produktion und natürlich vor allem auch im Hinblick der Marktbearbeitung, so dass wir eben noch mehr für unsere Kunden tun können. Es wird sich ja unglaublich viel in Ihrem Segment tun. Können Sie denn heute schon abschätzen, welche Bedeutung dieser Deal für den Standort in Bad Waldsee haben wird? Es ist schwierig, bei einem solchen laufenden Verfahren da richtig einzutauchen, aber ich hätte fast gesagt, wir sind ja unter uns. Genau, ja, wir hatten jetzt erst das Signing und sind jetzt in einem Prozess, in dem wir da wenig sagen dürfen. Erstmal gut für den Standort in Bad Waldsee ist, dass wir einen strategischen Partner gefunden haben, einen Partner, der eben mit uns zusammen den Standort und die Region unsere Aktivitäten weiterentwickeln möchte. Ja. Und so ist das eigentlich auch genau der Partner, den wir gesucht haben und wo unsere Mitarbeiter, denke ich, auch sehen, dass sie mit dem Wachstum, das jetzt möglich wird, letztendlich auch sichere Arbeitsplätze haben. Ein solcher Deal passiert auch nicht alle Tage in unserem Ländle. Das ist schon ein unglaubliches Volumen. Mal von außen betrachtet, wie bewerten Sie einen solchen Kauf, eine solche Zusammenkunft zwischen einem europäischen Marktführer und dem Weltmarktführer? Na, ich glaube, Herr Reitmeier hat ja die Motive genannt. Also wenn man selbst auf noch so einem extrem erfolgreichen, und das ist ein extrem erfolgreicher Kurs, den die Erwin Hümer Gruppe hinter sich hatte in den letzten Jahren, merkt, dass man jetzt in eine Wachstumsphase kommt, in der man neue Märkte
betritt, in denen tatsächlich auch andere Usancen da sind, macht es schon Sinn, in kooperativen Geschäftsmodellen sich weiterzuentwickeln und wenn die dann dazu führen, dass man auch tatsächlich gemeinsame Unternehmensvorstellungen entwickelt und es dann überführen kann in ein Unternehmen, ist das eigentlich wahrscheinlich für beide Partner eine optimale Konstellation im Sinne einer globalen Marktpräsenz. Ja, Herr Weidmeier, das Erstaunliche ist ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, in den letzten Jahren konnten Sie drastisch Ihre Umsätze vergrößern. Woran lag denn das jetzt ganz genau? Andere Unternehmen träumen von einer solchen Entwicklung. Ja, da kamen sicher mehrere günstige Faktoren zusammen. Zum einen haben wir natürlich Megatrends, die uns in die Karten spielen. Das ist zum einen die Individualisierung. Menschen möchten unabhängigen Urlaub planen und auch dann erleben. Zum anderen haben wir einen Megatrend mit der Generation der Erben. Das heißt, wir haben eine ganz neue Kundengruppe, die sich jetzt Reisemobile und Wohnwagen leisten kann. Mhm. Wir haben dann eben so das ganze Thema New Work. Menschen möchten eben, suchen Fahrzeuge, mit denen sie zum Arbeiten fahren können, aber mit denen sie auch Urlaub machen können. Und sie möchten das auch irgendwo so gemischt machen können. Und letztendlich hat das alles dazu geführt, vielleicht auch noch mit in diesem ganzen Umfeld Silver Generation, mit sehr aktiven Menschen, älteren Menschen, die eben Sport machen, die eben keine Flugreisen mehr machen, sondern eher hier im Umfeld ihren Urlaub planen, dass wir eine zusätzliche Nachfrage bekommen haben auf der einen Seite, die wir aber letztendlich auf der anderen Seite natürlich auch durch eine geschickte Produktstrategie gut bedienen konnten. Und so haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren ein Wachstum gesehen, das eben den Umsatz verdoppelt hat. Sie sprechen von einer geschickten Produktstrategie. Eine solche Strategie, die braucht vor allen Dingen eins, nämlich Geld. Denn auch die Mobilität der Zukunft, die muss entwickelt werden, die muss bezahlt werden. Und genau darüber werden wir uns gleich unterhalten, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei der Chefsache Business Lounge. Unser Thema heute, die Mobilität der Zukunft. Hintergrund, alle Hersteller arbeiten an dem sogenannten autonomen Fahren und mit diesem wird sich das Auto drastisch verändern. Es wird zu einer Art Wohnzimmer und die Erwin Hümer Group aus Bad Waldsee, die arbeitet an diesem Auto und der Mobilität der Zukunft. Schauen Sie selbst. Stellen Sie sich vor, Sie schlafen ein und wachen am nächsten Morgen an Ihrem Zielort auf. Kein stundenlanges Sitzen am Lenkrad, Ihr Reisemobil hat Sie ans Ziel gebracht. Die Art, wie wir reisen und Fahrzeuge nutzen, verändert sich. Stichwort autonomes Fahren, also Fahren ohne Eingriff eines Fahrers. So eine Technologie erfordert Forschungs- und Ingenieurs-Know-how. Das autonom fahrende Reisemobil der Erwin Hümer Group ist das weltweit erste fahrerlose Reisemobil. Die Hardware besteht aus Kameras, GPS und LiDAR, ein laserbasiertes Radarsystem. Die Erwin Hümer Group ist der weltweit erste Hersteller, der die Erlaubnis hat, vollautonome Reisemobile im öffentlichen Straßenverkehr zu testen. Autonome Fahrzeuge werden bald Realität auf unseren Straßen sein. Ein neues Zeitalter bricht an. Das Zeitalter des Passagiers. Ja, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt hier gerade schon einige autonom fahrende Wohnmobile gesehen. Jörg Reitmeier, Vorstand bei der Erwin Hümer Group. Sind Sie selbst schon in so einem Fahrzeug drin gesessen? Ja, ich bin genau in dem Fahrzeug gefahren. Was ist das für ein Gefühl? Das stelle ich mir komisch vor, ehrlich gesagt. Es ist ein ungewohntes Gefühl, weil man ja immer irgendwo sich dann gleich in eine Position bringt und sagt, im Notfall möchte ich da eingreifen können. Man muss erstmal das Vertrauen in die Technik entwickeln. Und umso mehr sich das entwickelt, kommt natürlich die nächste Frage, was mache ich jetzt? Ja. Ja, ganz klar. Und kann man sich da überhaupt fallen lassen? Ja, zunehmend besser ja. Also das ist ja, und das beschäftigt uns auch in diesem Umfeld. Wir versuchen die Dinge von hinten her zu denken. Ne? Wir machen uns ein Bild von der Zukunft, wir machen uns Gedanken, wie wird es dann da sein?
haben deshalb dieses Fahrzeug gebaut. Und ja, wir wollen das selber erleben, um dann eben auch die Antwort geben zu können. Wie müssen wir das Fahrzeug gestalten, dass man sich fallen lassen kann? Alle Hersteller arbeiten derzeit an dem Thema autonomen Fahren neben der Elektromobilität. Ja, aber es ist gefühlt noch nicht so richtig weit. Was gibt es denn für Probleme? Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Restriktionen. Also allein die ungeklärten Haftungsfragen werden uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen, zu klären, wer denn für welches Schadensereignis zuständig ist. Und es setzt natürlich auch voraus, dass viele Fahrzeuge autonom gelenkt werden, um die Risikofaktoren auszublenden. Also die Systeme, die darauf setzen, dass man sich in einen Strom von Fahrzeugen einklingt, sind ja per se viel sicherer als die autonomen Fahrzeuge, die derzeit im Straßenverkehr zu Testzwecken eingesetzt werden. Aber es ist klar, Ihrer Meinung nach, dass das autonome Fahren für alle kommen wird. Früher absolut, oder später, wann denn ganz genau? Absolut, ich glaube persönlich, dass der Druck noch nicht mal die Möglichkeit ist, weil die Möglichkeit haben wir schon eine gewisse Zeit, dass die Autos über die Sensorik und über die Erkennungssysteme verfügen, um autonomes Fahren von den Bausteinen her zu ermöglichen. Ich glaube, der Kollaps der Verkehrssysteme in den Städten wird das autonome Fahren im Pkw jedenfalls dramatisch befördern, weil es heutzutage keinen Spaß macht, nach München, Frankfurt, Hamburg in die Innenstadt zu fahren, weil ich stehe meist länger als eine Stunde im Stau, kann aber trotzdem meine Aufmerksamkeit eigentlich vom Fahren nicht ablenken und bin dadurch eigentlich in meinem Auto Gefangener einer gewissen Fremdbestimmung. Und dort würde autonomes Fahren ja extreme Vorteile bergen. Und hier kommen im Prinzip Sie ins Spiel, denn Sie wissen, wie man Wohnmobile, wie man Automobile gestaltet, wenn man darin Zeit verbringt und eben nicht auf die Straße schauen muss. Ist es denn tatsächlich so, dass die großen Hersteller bei Ihnen anklopfen und sagen, du, sag mir mal, wie ich eigentlich so ein Auto von innen bauen muss, wenn ich nicht mehr auf die Straße gucken muss? Das ist so, das ist in der Tat so. Die haben sich fokussiert auf die Technik, um das autonome Fahren zu realisieren. Und umso mehr man eben diese Technik jetzt beherrscht, und die gibt es eigentlich heute schon, umso mehr kommt dann die Frage auf, was machen denn die Leute jetzt während der Fahrt? Wie beschäftigen die sich? Was müssen wir dann innen gestalten? Und das ist eigentlich genau das, was wir seit über 60 Jahren tun, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir Wohnautos bauen, wie können wir solche kompakten Räume innen gestalten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ziemlich genau wissen von Ihren Kunden, was die denn da so in den Wohnmobilen machen. Vermutlich wird nicht alles immer mit der Straßenverkehrsordnung konform sein. Genau, also wir wissen Sachen, die wir normal gar nicht wissen wollen. Aha. Aber genau das ist ja das Spannende. Machen Sie mal ein Beispiel, was machen die denn so? Ja, also wenn wir hören von Kunden, die dann während der Fahrt im Bett liegen. Wir hören von Kunden, die während der Fahrt dann hinten am Tisch sitzen und essen. Wir hören von Kunden, die während der Fahrt auf die Toilette gehen. Das sind lauter Dinge, die eben nicht konform sind mit der Straßenverkehrsordnung. Das sind aber die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, weil das sind genau die Dinge, die die Menschen dann in der Zukunft machen werden, wenn sie autonom fahrende Fahrzeuge haben. Und da kommt halt die große Frage jetzt ins Spiel, wie können wir den Menschen während der Fahrt mehr Freiheit geben, ohne dass wir die Sicherheit vernachlässigen. Und welche Strategie werden Sie dort verfolgen? Muss jetzt ein Wohnmobil der Zukunft vor allen Dingen möglichst bequem sein? Muss es eine multimediale Anlage drin haben oder eine kleine Bar? Lassen Sie uns mal ein bisschen so reinblicken in Ihre Innovationskristallkugel. Ja, ich glaube, es gibt nicht das Wohnmobil der Zukunft, aber wir sehen eigentlich schon drei wesentliche Trends für das Wohnmobil der Zukunft. Zum einen wird es in der ferneren Zukunft autonom fahren sein. In der näheren Zukunft wird es alternative Antriebe haben. Das ist ein Thema, das ganz massiv auf uns zukommt. Und das ganze Thema Connectivity werden wir in dem Wohnmobil der Zukunft wiederfinden. Und zwar nicht nur, wie wir es jetzt aus PKWs kennen, dass ich eben hier Fahrzeuge habe, die entsprechend angebunden habe, sondern die große Herausforderung für uns ist ja, dass wir ein Haus auf Rädern bauen. Das heißt, für uns kommt noch dazu, wie binde ich denn in ein Gesamtsystem noch den Kühlschrank ein, wie binde ich die Heizung ein, sodass ich beim Skifahren dann schon von der Piste aus dann das Reisemobil warm machen kann, dass das alles mollig ist, wie kann ich eine Alarmanlage integrieren. Das heißt, wir sind noch viel mehr gefordert, eine Gesamtlösung im Hinblick auf die Konnektivität zu machen. Das sind die drei wesentlichen Dinge.
Und die sind zum Teil auch sehr akut. Wenn Sie wissen, in Norwegen, wo wir knapp 50% Marktanteil haben, wird heute schon die Hälfte der PKWs als Elektroautos zugelassen und ab 2025 werden gar keine Verbrenner mehr zugelassen. Das heißt, wir brauchen bis 2025 ein Reisemobil mit einem alternativen Antrieb. Das Spannende ist ja, da bewegen sich ganze Branchen aufeinander zu. Ja. Ich sag mal, die klassische Automobilbranche, die Wohnmobilbranche, vielleicht auch die Unterhaltungsbranche und so weiter und so fort. Softwarebranchen. Also bitte? Softwarehersteller. Softwarehersteller. Die haben ja bis jetzt eigentlich relativ wenig miteinander zu tun gehabt. Immer dort, wo viele zusammenarbeiten, kann es durchaus auch mal ein bisschen knacksen im Gebälk. Ja, ich glaube, es ist im Moment ein Wettstreit der Systeme. Also es ist noch nicht so ganz klar, wird der den Antrieb hat und beherrscht, das Rennen gewinnen, wird der die Konnektivität herstellen kann und der die Vernetzung im Auto am besten beherrscht, gewinnen. Oder ist es der schlicht das beste Angebot aus allem macht? Also der tatsächlich den höchsten Nutzwert schafft. Es sind aber Dinge, die sich in allen Konzepten immer wieder finden. Also jetzt sehen die selbstfahrenden Studienfahrzeuge, also nicht die schon fahren, sondern die auf den Automobilmessen gezeigt werden, sehen eigentlich aus wie Wohnmobile. Also sie haben alle mehr oder weniger drehbare Sitze, also können zumindest eine büroähnliche Konstellation herstellen. Da ist der Schritt nicht mehr so arg weit. Und ich glaube aber, das Entscheidende wird weniger die Frage des Antriebs sein. Ich persönlich glaube, das Entscheidende wird die Vernetzung im Fahrzeug sein, also die Konnektivität. Und ich glaube, dass derjenige, der die Datenströme im Auto beherrscht, wird am Ende auch das Automobil beherrschen. Und Sie schätzen Sie es an, Herr Wallbein? Ja, also wir nehmen das auch wahr. Wir, zum einen sehen wir eben, die Automobilindustrie ist gefangen. Wir sagen, die sind gefangen in der Fahrgastzelle. Genau. Ja. Und, was ja eigentlich gut dann für Sie ist. Ja, ist auch eine Riesenherausforderung, diesen Übergang zu schaffen. Wir sind freier und ich bin da vollkommen beim Herrn bei. Die gewinnen wird eher ein Integrator. Es wird derjenige gewinnen, der dieses ganze Thema Konnektivität, Antriebe so zusammenbringt, dass er die beste Lösung für den Kunden am Schluss anbieten kann. Die Frage ist ja auch, die sich viele Kunden stellen, ja, muss ich denn überhaupt jetzt so ein eigenes Wohnmobil oder Auto auch in der Zukunft haben? Denn ja, wenn wir schon alle vernetzt sind, wenn ich meine App auf dem Handy habe, dann kann ich es mal kurz herpfeifen, es fährt vor und fährt dann wieder weg. Ich habe keinen Ärger, muss keine Reparaturen machen und so weiter. Welche Modelle Sie dahingehend derzeitig entwickeln, darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei der Chefsache Business Lounge. Zu Gast in der Business Lounge ist Jörg Reitmeier, ist Vorstand bei der Erwin Hümer Group und natürlich Karl-Christian Bay. Wir sprechen über das Thema die Mobilität der Zukunft. Das Auto wird sich drastisch verändern, haben wir schon gehört. Es wird mehr und mehr zu einem Wohnmobil. Wir hören aber auch, dass das Auto der Zukunft vernetzt ist. Sogar, dass nicht jeder unbedingt immer mehr selbst ein Auto haben möchte, weil es quasi von selbst kommt. Wird das auch bei Wohnmobilen so sein, dass ich jetzt beispielsweise hier in Lindau bin und ja, ich will jetzt nicht mehr fahren, vielleicht ein Bierchen zu viel und ich pfeife mein Wohnmobil mit meiner App her und schlafe dann da drin? Ja, das Auto der Zukunft wird auf jeden Fall weder Auto sein noch Wohnmobil, das wird irgendwo dazwischen sein. Das heißt, Sie werden... es gibt Studien, die eben so eine Art Skateboard sehen mit unterschiedlichen Aufsätzen und da wählen Sie dann tatsächlich entweder Ihr Wohnmobil an, das kommt, oder Sie wählen ein Auto an oder Sie wählen ein Transportmittel an und das kommt dann dahin, wo Sie wollen und bringt Sie umgekehrt dann auch an Ihren Zielort. Haben denn die großen Automobilhersteller vor Ihnen Angst oder sehen Sie die eher als Partner? Weil im Prinzip könnten Sie ja auch die Kompetenzen des anderen einfach zu sich holen und Sie machen jetzt das ganze Thema selbst, weil es unter Umständen ja doch besser am Markt zu platzieren ist. Also ich glaube, trotz unserer Größe in unserer Branche haben Sie noch nicht Angst vor uns, aber Sie sehen uns doch als Partner. Ja. Wir waren jetzt mit Mercedes der erste Kunde, der zusammen eine Baureihe entwickelt hat in den letzten 5 Jahren und da lief das wirklich so. Wir wurden gefragt, wie müssen wir dann ein Fahrzeug bauen, dass wir in eure Branche reinkommen. Ja. Also da kommen eben genau diese Fragestellungen, wo wir dann eben unsere 60 Jahre Erfahrung einbringen. Das sind genau die Themen, die nicht so nah am eigentlichen Fahren sind, sondern vielmehr am Boden im Fahrzeug.
Im Hintergrund ist immer wieder die Rede von Daten. Daten, die das ganze Leben ausmachen, natürlich auch in der Mobilität. Wie werden diese Daten denn zukünftig unsere Mobilität bestimmen? Weiß unter Umständen schon eine künstliche Intelligenz, wie mein nächstes Mobilitätsverhalten sein wird und ich bekomme ein Angebot eingespielt? Denke ich ganz sicher. Also die Verkehrsleitsysteme geben ja auch diese Informationen bereits her. Also wie optimiere ich den Verkehrsfluss? Wie ist heutzutage eigentlich durch die Geschwindigkeitsbegrenzungssteuerung der Verkehrsfluss zu optimieren? Das sind ja alles Elemente, die dann auf ein vernetztes System Einfluss nehmen können, die Informationen in die Fahrzeuge weitergeben und das Fahrverhalten dann eines autonom fahrenden entsprechend beeinflussen können. Und ich glaube auch, dass das Auto noch viel stärker zum Büro mutiert. Also wir haben ja jetzt schon je nach Hersteller Applikationen, die E-Mail-Transfers ermöglichen. Also ich kann aus dem Auto E-Mail schreiben. Das wird noch wesentlich dynamischer sein in der Entwicklung, sodass ich in der Lage bin, aus dem Auto auch ganz andere tägliche Abläufe zu steuern. Könnte es denn sein, dass das Auto, das Wohnmobil der Zukunft im Prinzip sowas Ähnliches ist wie mein heutiges Handy? Wir alle haben Handys, aber auf jedem Handy ist ein unterschiedliches Programm drauf. Das Nutzungsverhalten ist vollkommen unterschiedlich, sodass das ein und dasselbe Fahrzeug bei einem anderen Nutzer völlig andere Möglichkeiten bietet. Genau. Das ist das, was uns am meisten beschäftigt, auch im Hinblick auf die Individualisierung. Wir müssen ein Fahrzeug bauen, das Sie selber einrichten können. Ne? Das wird modularer werden und Sie werden dann die Dinge in einer digitalen Welt zusammenführen können. Sie werden das alles genauso steuern können, wie Sie halt heute mit Ihrem iPhone über Apps schon andere Dinge steuern können. Mit Mobilität geht auch oft Autarkie einher. Das heißt, ich möchte jetzt nicht abhängig sein von irgendeiner Steckdose oder was weiß ich, von irgendwo einem WC, wo ich alles rausgießen muss und so weiter. Besteht irgendwann mal die Möglichkeit, dass ich quasi mein eigenes komplett autarkes Wohnmobil habe und damit überhaupt nicht mehr abhängig bin? Die Möglichkeit gibt's. Wir haben letztes Jahr mit unserer Marke Detlefs ja das e-Home vorgestellt. Das ist ein Reisemobil, das war komplett mit Solarzellen überzogen. Das heißt, wir haben die Oberfläche genutzt, um entsprechend Energie zu erzeugen. Wir haben die ganzen Verbraucher darauf abgestimmt und wir hatten auch einen Elektroantrieb. Das kann man noch verstärken, indem man entsprechend hier Brennstoffzellen zum Beispiel mit kombiniert. Das sind Dinge, die uns sehr beschäftigen und gerade auch deshalb, weil unsere Kunden ja genau dahin fahren wollen, wo keine Infrastruktur ist. Und genau deshalb ist es für uns ein ganz relevantes Thema, dass man möglichst lange autark sein kann und dass man möglichst lange dort sein kann, wo kein anderer ist. Abschließende Frage: Als Vorstand von der Erwin Hümer Group sind Sie selbst auch natürlich Camper. Wo ist es denn am schönsten zu campen? Ja, ich meine, da gibt es viele Plätze. Ich war zuletzt mit meiner Familie auf einer Rundreise in Schweden und das haben wir unheimlich genossen. Ich habe mich nach 10 Jahren mal durchsetzen können. Der Rest der Familie wollte immer nach Italien. Wir waren dann in Skandinavien und da haben wir genau das erlebt. Ne? Wir waren in hohem Maße autark, wir waren alleine an Seen, wir haben viel Natur erlebt und letztendlich haben wir uns auch als Familie ganz anders erlebt, denn in dieser Umgebung, wie jetzt in Italien an einem Strand, wo tausende andere sind und wo man eben nicht mal wirklich Zeit füreinander hat. Und wenn Sie von modularen Ideen sprechen, werden Sie dann auch irgendwann mal so ein Schwiegermuttermodul hinten dran hängen? Oder was ist da geplant? Also, wir haben ja so einen Innovation Camper, wo wir uns mit neuen Themen beschäftigen. Da lade ich Sie mal ein, Herr Benzmann, dass Sie diese Idee da einbringen können. Ich weiß nicht, ob sie sich durchsetzt. Aber wir sind für alles offen. Wir stellen die Kunden in den Mittelpunkt. Auf jeden Fall spannende Ideen. Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Herr Reitmeier und Karl Christian Wein. Danke bei der sehr. Chefsache Business Lounge, liebe Zuschauer. Das war es auch wieder an der Stelle. Herzlichen Dank meinem Publikum. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.